Reiten wir vorwärts. Ja! Na los! Bist du der Kerberos? Wer will das wissen? Nur ein Kopf. Ein Geschenk für dich. Hast du Markus Wein schon probiert? Der Beste der Besten. Was ist so besonders an ihm? Wenn du ein Weinkenner bist, wirst du ihn mögen. Sehr aromatisch. Ich lasse mich nicht mit Wein kaufen. Ich vergesse nie, wem ich meine Drachmen geliehen habe. Es ist ein Friedensangebot. Ein Dankeschön dafür, dass du so geduldig auf die Rückzahlung wartest. Dann trink mit mir, wenn du ihn für so gut hältst. Na klar. Er ist vergiftet. Nein, nein, es ist nur der Wein. Ein Hinterhalt! Ich glaube, mir wird schlecht. Wache! Wache! Ich habe immer noch den Geschmack von Markus Wein im Mund. Mich raten. Der Kerberos will noch eine Amphore bestellen. Von deinem Wein ist uns schlecht geworden. Das kann nicht sein. Das war mein Bester. Ich hab's überprüft. Wenn du ihn töten wolltest, hättest du's sagen sollen. Ich sagte doch, ich bin ein neuer Markus. Ich will niemanden töten. Ich tue das Richtige. Aber das ist gar nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Der Kerberos wird sich dich vorknöpfen. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was rede ich denn? Alexios, wir schlagen zuerst zu. Ach ja? Du und welche Armee? Ich bin mit einem Halbgott befreundet. Er ist so stark wie ein Heer von 20 Soldaten. Du hast alles schon genau geplant, nicht wahr? Sie sind doch nur zu dritt, plus ein kleines Grüppchen Männer. Ein leichtes für dich, mein Freund. Drei? Was glaubst du, warum man sie den Kerberos nennt? Weil sie drei Brüder sind. Drillinge. Einer bissiger als der andere. Klasse. Dann gibt es noch zwei andere, die sich rächen wollen. Ein Moment, ein Moment. Das heißt, zwei haben meinen Wein noch nicht probiert? Also, was wirst du jetzt tun? Wir müssen sie erschrecken. Wie Mama sagt, eine Drohung ist wie ein Bär. Sehr beängstigend. Wir brennen ihren Hof nieder. Vor allen Dingen die Silos. Das ist keine gute Idee. Wann hattest du je Grund, mir zu misstrauen? Antworte jetzt bitte nicht. Vertrau mir einfach. Ich hoffe, es klappt. Aber ich bin skeptisch. Ich riskiere dafür, sie als potenzielle Kunden zu verlieren. Soll ich die Ernte auch vernichten? Das sind Kräuter, harmlose Pflanzen für Heiler. Nur die Silos müssen weg. Fackel sie ab! Hättest du nicht vorher sagen können, dass es drei von ihnen gibt? Ich dachte, das wäre klar. Drillinge liegen in ihrer Familie. Das sind viele Kerberosse. Hoffentlich vermehren sie sich nicht und kriegen Kerberos-Welpen. Ich werde zu ihrem Hof gehen. Mach ihn richtig Angst. Ich bin sicher, es ist der Hof in der Stadt Astypalia. Dort hängen immer ihre Schläger rum. Der Hof in Astypalia? Die Silos sind abgebrannt und ich habe dort keinen Kerberos gesehen. Was? Ihre Soldaten treiben sich immer dort herum. Ganz sicher. Da waren nur ängstliche Bauern. Keine Hunde und kein Kerberos. Vielleicht ist das gar nicht ihr Hof.
Dann haben wir noch mal Glück gehabt. Aber es wird den Kerberos nicht aufhalten. Willst du, dass ich dich anflehe? Dann flehe ich dich an. Rette mich vor dem Kerberos. Markas! Habe ich dich in die Irre geführt? Ein paar Mal ja. Vielleicht sogar ziemlich oft. Aber das war's jetzt für mich. Ich kann dich nicht beschützen, wenn du dir immer neuen Ärger aufhalst. Denk an den sonnigen Tag, an dem ich dich fand, Alexios. Damals warst du in Not und Markos kam, um dich zu retten. Nun rette mich. Das habe ich längst gut gemacht. Das bestreite ich nicht. Aber der Kerberos kommt mit seinen Hunden und Handlangern und sie machen mich fertig. Beschütze mich und wir werden gewinnen. Da ist dieses Wir wieder. Ich sag dir was. Du beschützt mich und kriegst dafür Mamas geliebte Streitaxt. Sie war eine gute Kriegerin, ob du es glaubst oder nicht. Nun gut, retten wir dein Leben. Oh, das ist Musik in meinen Ohren. Jetzt wirst du mich nie wieder los. Deshalb tue ich, was ich tue. Gerade rechtzeitig. Ich höre sie schon kommen. Nun gut, Markus. Das ist es. Das große Finale. Zwecklos! Oh, es ist soweit! Für die Götter! Wir haben es geschafft. Ich würde sagen, ich war unbesiegbar, aber ich will es nicht beschreien. Ja, deshalb lebst du noch. Ein Scherz, ein Scherz. Ich verdanke dir alles, Alexios. Dafür bekommst du dein Leben lang gratis Wein und meine Freundschaft, du Glücklicher. Oh, und Mamas Axt. Ab jetzt wird das Leben einfach und das verdanke ich dir, wie eigentlich immer. Ein weniger dramatisches Leben ist genau, was du brauchst, Markus. Geh und erlebe Abenteuer. Komm jederzeit auf einen Schluck Wein vorbei. Nun, das werden wir noch sehen. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Thank you.
Ein neuer Morgen. Was ist das? Dieser Klang. Gibt es hier wirklich Sirenen? Ich sollte mir zur Sicherheit Bienenwachs in die Ohren stecken. Bitte, hab Erbarmen! Ich werde dir nicht wehtun. Ich werde dich befreien. Was machst du hier? Mein ganzes Leben hörte ich Geschichten über den Gesang der Sirenen. Töne so süß, dass jedermann gerne für sie stirbt. Du ahnst ja nicht, wie eintönig das Leben als Fischer mit einer Liebe für Gedichte und Musik ist. Du hast dich entschieden, hier zu sein? Ich wusste nicht, was ich hier vorfinden würde. Als ich es begriff, gab es kein Entkommen mehr. Ich habe diesen Aulos gefunden. Was weißt du über ihn? Dieser war etwas Besonderes. Sie haben ihn der Frau gestohlen, die entkam. Aber das war vor langer Zeit. Dieses Grab ist voller blutrünstiger Frauen. Wer sind die? Niemand spricht. Sie lassen mich zur Ader, dann kochen und trinken sie das Blut. Bei ihren Ritualen schreien sie in die Nacht hinaus. Ich bin so müde, aber ich schlafe nie. Bitte rette mich. Also, was genau machst du hier? Mein ganzes Leben hörte ich Geschichten über den Gesang der Sirenen. Töne so süß, dass jedermann gerne für sie stirbt. Du kannst hier nicht bleiben. Schließ dich mir an. Ein Mann namens Barnabas wird dich auf meinem Schiff begrüßen. Ha! Yeah.
Hast du Neuigkeiten über meine Leder? Ich habe diesen Aulos bei einer Sirene gefunden, wenn man sie so nennen kann. Ein Aulos? Meine Frau liebte dieses Instrument. Bestimmt lernte sie bei den Sirenen, wie man es spielt, während sie mit ihrem Gesang Männer in den Tod lockten. Würde passen. Ich wette, die Sirenen und Leder waren gute Freunde. Sie war so bezaubernd. Bei mir zeigte ihr Gesang stets Wirkung. Bereit, Segel zu setzen! Thank you.
Wenn ich weitersegle, werde ich Kenter. Grauen Gipfel sind die Berge von Anape. Obacht! Eine Vision zeigte mir einen in der Finsternis lauernden Kyklopen. Tage wie dieser sind ein Geschenk der Götter. Es ist wirklich ein schöner Tag. Ah, das blaue Meer, der sonnige Himmel, gute Gefährten, eine aufregende Reise. Das ist das gute Leben. Ruderer auf Position! Kapitän hat Steuer verlassen! Thank you.
Komm schon! Ella, Ella! Chere, benötigst du irgendetwas? Siehst du mein Brandzeichen? Es bedeutet Ausreißer. Und die Soldaten haben es gesehen. Es kommen noch mehr. Ich schaffe es nie an ihnen vorbei. Das heißt also, ich soll für Schutz sorgen. Wirst du? Dir wird kein Haar gekrümmt werden. Ein Ende. Nicht besser hin. Ich schlachte dich ab. Ich denke, ich kann zufrieden sein. Du kannst wirklich gut kämpfen. Du bist in Sicherheit. Es ist nicht viel, aber bitte, nimm es als Dank. Ich mache keine halben Sachen. Ella! Ruhig jetzt! Du Ärger? Du hast ihn gefunden! Ella! Los! Das ist der richtige Ort.